In Montabaur in Rheinland-Pfalz ist Abschlepper Patrick Meyer auf dem Weg zu seinem nächsten Auftrag. Wir haben jetzt einen Unfall reinbekommen. Der wurde extra angefordert mit Kran. Das heißt, wir müssen jetzt einmal das Auto noch tauschen und ich muss den Kran dann gleich bedienen. Weil ich jetzt momentan der einzige Verfügbare bin, der den Kran benutzen kann. Man weiß nie, was einen erwartet oder was für Fahrzeuge oder wie die Fahrzeuge dann noch aussehen, was da steht. Von daher ist das jedes Mal wieder was ganz Neues. Zwischen 5 und 10 Einsätze fährt Patrick Meyer jeden Tag. Wir sind eigentlich immer bemüht, die Autos wieder zum Laufen zu kriegen. Also das heißt, gut, jetzt gerade im Winter haben wir viele Starthilfen dabei. Reifenschäden, das kommt relativ oft vor. Interessant wird es dann, wenn man mal eine Fahrzeugöffnung hat oder die Autos irgendwo aus dem Garten holen muss oder von Mauern runter, wo man dann wieder gucken muss, wie stelle ich das jetzt am besten an, ohne die Umgebung zu schädigen oder das Fahrzeug weiter zu beschädigen. Gerade die Ölwanne ist halt immer so ein heikler Punkt. Wenn man die beschädigt und man verliert dann das Öl, gibt es eine Riesensauerei. Da sind das dann halt immer so Sachen, wo man dann ein bisschen kreativ werden kann, auch manchmal, wie man das alles am besten wieder auf die Straße bringt quasi. Gucken wir jetzt mal, was uns erwartet. Das ist auf der Bundesstraße, wo relativ schnell gefahren werden darf. Von daher schauen wir mal, ob es ein Auffahrunfall war oder ob er in die Böschung abgekommen ist, dass wir den da wieder rausholen müssen. Das Genaue sehen wir leider erst, wenn wir da sind. Nach 20 Minuten erreicht er den Unfallort. Die Polizei hat die Fahrspur bereits abgesichert. Der Autofahrer wurde verletzt und ist mit dem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Er ist, wie man sieht, oberhalb vom Auto noch in den Baum eingeschlagen. Also schon ein etwas stärkerer Unfall. Der Autofahrer kam auf glatter Fahrbahn ins Schleudern. Also wir drehen ihn jetzt erstmal wieder auf die Räder zurück, dann müssen wir die Handbremsen noch anziehen, dass er uns dann im schlimmsten Falle nicht komplett wegrollt. Und danach können wir den eigentlich mit dem Gurt schnappen und müssen dann nur aufpassen, dass wir uns jetzt an den Scheiben oder Blechteilen oder so nicht schneiden. Durchschnittlich 5.500 Verkehrsunfälle passieren in Deutschland pro Jahr, weil Straßen glatt und schneebedeckt sind. Das ist jetzt ein sogenannter Bergegurt. Den legen wir jetzt einfach durchs Auto durch. Da wir an dem Dach auch nichts mehr beschädigen können, ist das jetzt die schnellste, einfachste Art, den wegzuholen, damit wir die Straße dann möglichst schnell wieder freikriegen. Also der Kran ist bei voller Auslage 12 Meter lang ungefähr und kann da noch 1,5 Tonnen heben. Also für den kleinen Mazda auf jeden Fall vollkommen ausreichend. Ja, bis jetzt klappt's alles. Jetzt laden wir den noch ab, dann will die Polizei noch mal gucken nach persönlichen Sachen und dann können wir wieder abfahren. Seit 6 Jahren arbeitet der gelernte Fahrzeuglackierer als Abschlepper in Montabaur. Jeder Auftrag ist für ihn interessant. Es ist jeden Tag anders. Ja, jede Bergung ist anders, jede Panne ist anders. Man lernt viele neue Leute kennen, ganz nette Leute. Manche Leute, ja gut, da kann man auch drauf verzichten, aber das sind Erfahrungen, die muss man auch mitmachen. Also rundum abwechslungsreich, interessant, Action, technisches Verständnis ist gefragt. Man muss überlegen, wie kriegt man die Autos wieder raus oder wie kann man sie wieder reparieren, dass sie weiterfahren können. Patrick Meyer hat schon einige Unfallautos abgeschleppt. Und solange man die Autos nicht irgendwie dem Bekanntenkreis zuordnen kann, ist es erstmal nur Blech in Anführungszeichen. Man hofft, dass es den Leuten immer gut geht. Dass es doch nur Kleinigkeiten sind, vielleicht ein Schnitt von der Glasscheibe oder sowas, ein kleiner. Aber wenn ich mir das so angucke, wird es hier wahrscheinlich ein bisschen mehr sein. Ein bisschen Stress hat man dann in Anführungszeichen, weil die Straße halt schnell wieder frei werden muss.
Hier habe ich jetzt eine Minute länger Zeit, weil die Polizei noch mal reingucken möchte. So, jetzt geht es noch ein bisschen drum, Aufräumarbeiten, persönliche Sachen einsammeln, die rausgefallen sind. Und ein bisschen die Fahrzeugteile aufsammeln. Und dann sind wir hier auch soweit wieder fertig. Also ich habe schon mal einen Haustürschlüssel oder sowas aufgesammelt. Auf jeden Fall. Es geht um Schlüssel oder Haustürschlüssel. Ja, also Schlüssel habe ich auf jeden Fall. Nach 25 Minuten ist Patrick Meyer abfahrbereit. Also eine Schneeschippe oder irgendwas dabei? Eine Schneeschippe selber nicht, eine Schippe hätte ich dabei. Wir wurden eben noch von der Feuerwehr drauf angesprochen. Hier oben im Stufenbereich liegt halt noch sehr viel Eis. Ich kann probieren, das Gröbste so ein bisschen wegzukriegen, ja. Aber Sommerreifen habt ihr gesehen, ja? Ja, ich glaube, der Kollege hat jetzt der Fotos davon gemacht. Genau. Das sind auf jeden Fall leider Sommerreifen drauf. Mit Sommerreifen auf schneebedeckten und glatten Straßen zu fahren, ist verboten. Kommt es zu einem Unfall, bezahlt die Versicherung oft nur einen Teil des Schadens. Damit hier nicht noch mehr Autos von der Straße abkommen, beseitigt Patrick Meyer das Eis. So, ich würde einmal gerade noch die Brille wieder reinwerfen. Ja, perfekt. Und den Schlüssel, den behalte ich. Ja. Da ist schon mal ein Haustürschlüssel mit dran. Kann sie dann bei uns abholen. Wo steht der bei euch dann? In Montabaur? In Montabaur. So, alles geklärt. Dann können wir losfahren. Seit 45 Minuten steht Patrick Meyer mit seinem Abschlepper auf der Bundesstraße. Jetzt macht er die Fahrbahn wieder frei. Wir fahren den jetzt zu uns in die Firma, stellen ihn bei uns auf dem Platz ab. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich hauptsächlich an den Sommerreifen gelegen haben, dass der Unfall passiert ist. Ein bisschen was wird vielleicht noch der Straßenzustand dazu beigetragen haben, aber ich denke, hauptsächlich sind die Sommerreifen schuld. Der Unfallwagen bleibt so lange auf dem Abschlepphof, bis der Fahrer gesund ist. Er kann sich dann um die Verwertung seines Autos kümmern. Für Patrick Meyer ist für heute erstmal Schluss.